Ich hab zusammengepackt und gehe wieder zurück zum Highway. Vorbei an Gänsen und dem Shoreline Lake. Das ist mein Highway-Eingang. Ja, Francisco hat mich nach San Jose gefahren. Und er ist kurz mit meinem Rucksack noch im Auto losgefahren und ich dachte kurz, dass mir jetzt mein Rucksack noch geklaut wird. Aber er hat es nur vergessen, dass der Rucksack noch im Auto liegt. Ante hat mich jetzt direkt an den 101 Highway gefahren, an die Anfahrt nach Süden. Und er meinte, ich sehe aus wie Derek Carr, der Quarterback von seinen Raiders. Gucke ich gleich mal nach, wie der aussieht. Okay, Aubrey hat mich wieder aufgegriffen und will mich jetzt noch weiterfahren, weil er denkt, dass ich zu sehr mit den Obdachlosen da... Also, dass die Leute mich nicht mitnehmen wollen, weil da nur so Obdachlose leben. Ja, ich bin jetzt schon fast außerhalb von San Jose. Am nächsten Freeway Entrance. Ja, ich glaube, Andre wusste nicht, was ein Vlog ist. Und deswegen hat er da ein bisschen komisch, also überrascht geguckt, als ich dann gefilmt habe. Also ich habe ihm gesagt, dass ich auch vlogge. Aber er konnte nicht wissen, was es ist. Hat er mir dann auch erklärt. Da sind übrigens die ersten Waschbären, die ich gesehen habe. Die Highway Patrol meinte, hier bitte nicht trampen, weil es hier zu eng ist. An der Ecke kann ich es machen und auf dem Highway lieber auch nicht. Ja, ich guck mal. Ich habe mich jetzt einfach mal vor das Schild gestellt und denke, dass er das mit Ecke meinte. Von daher denke ich, ich bin gut. Ja, Ron hat mich nach Gilroy gefahren. Hier muss ich den Highway verlassen und Richtung Osten in das Zentraltal von Kalifornien. Und er ist schon der Dritte, der mich weitergefahren hat, als er eigentlich musste. Also ich bin echt überrascht. Sind sehr nett, die Amerikaner. Gerade ist wieder ein Highway Patrol langgefahren und der hat mir über Lautsprecher gesagt, dass ich bitte ein bisschen weiter von der Straße weggehen soll. Aber ich glaube, sie wollen mich einfach nur ein bisschen ärgern, weil hier ist eh keine Straße. Hier darf man nicht langfahren. So, kleiner Zeitsprung. Ich bin in einem Hotelzimmer. Was ist passiert? Der nächste, der mich mitgenommen hat, Pikachu. Ja, wir haben uns erstmal unterhalten über Drogen nehmen. Er hat mir erzählt, dass er Meth nimmt. Ja, und dann, ob ich ihm helfen kann, Metall zu klauen von Autos und das zu recyceln. Ja, und ich meinte, ich bin nicht zum Geld verdienen in Amerika. Und dann ist er angehalten an einem Obststand, hat mich gefragt, ob ich nach dem Preis für Orangen fragen kann. Das hat mich schon stutzig gemacht. Ich habe gefragt, warum er nicht geht, weil er die Autos auf der linken Seite hat und die Tür nicht aufmachen kann. Und dann bin ich einfach ausgestiegen und dann ist er weggefahren. Ja, es war ein bisschen dumm, aber mein Rucksack ist weg. Ja. Ja, dann habe ich die Polizei gerufen. Erstmal eine Stunde gewartet und dann kam der, hat alles aufgeschrieben. Ich konnte dem aber nicht viel sagen, weil ich nicht mehr viel wusste von ihm. Ja, und der Polizist hat mich dann hier zu einem Hotel gefahren. Also ich habe ihn gefragt, ob er mich zurück nach Gilroy fahren kann. Und dann hat er mir hier das Hotel empfohlen. Und da habe ich mir ein Hotelzimmer genommen. Für $150.
Ja, dann habe ich erstmal hier gelegen und darüber nachgedacht, was ich mache. Und bin dann irgendwann losgegangen zum Outdoor-Laden, den der Polizist mir empfohlen hatte, Big Five Sporting Goods. Ja, und habe mir dann so ausgemalt, was ich jetzt bezahlen muss für die komplette neue Ausrüstung. So 800 Euro, 600 Euro dachte ich, weil hier alles ja teuer ist. Aber alles zusammen hat jetzt 250 Euro gekostet. Die haben mir noch 10 Euro Rabatt auf alles gegeben. Also ich habe jetzt neue Isomatte, Schlafsack, Rucksack, Regenjacke. Ja, die Isomatte hatten die, waren die noch ganz Zeit am Suchen im Laden. Die hatten wohl fünf vorrätig, aber die haben keine gefunden, nicht wo die ist. Und ein Mitarbeiter ist dann nochmal eine Stunde zu einem anderen Store gefahren und die da abgeholt. Also habe ich richtig Glück gehabt eigentlich mit dem Geld und dass der mir die geholt hat. Und dann war ich noch daneben in einem Second-Hand-Laden, glaube ich. Und das waren dann, habe ich 30, 40 Euro für neue Klamotten bezahlt. Auf einmal ist alles günstig.